Freistoß. Der BFC Dynamo in weißen Hosen, weinroten Trikots wird auf ihren Bildschirm beginnen von links nach rechts. Der Ball läuft durch die Reihen über Terlecki. Ja, das war für uns eigentlich ein Riesenerlebnis, uns dort mal zu präsentieren gegen den BFC, weil die sind damals vorher Meister geworden und ja, wir hatten uns viel vorgenommen im Spiel und haben unser Bestes wie immer gegen den BFC gegeben in Berlin. Und das Endspiel ist sowieso für jeden Fußballer der damaligen DDR ein Höhepunkt gewesen in der Laufbahn. ...48.000 im weiten Rund. Unter den Zuschauern auch die Mitglieder und Kandidaten des Politbüros des ZK der SED, Egon Krenz, Erich Mielke, Harry Tisch und Gerhard Führer. Und heute will man diesen Cup, ein neuer, 65 cm hoch und 8 kg schwer. Er müsste gestiftet werden, weil Dresden schon 5. Mal den Pokal gewann und damit ihn in Besitz nehmen konnte. Kopfballsituation, erste Chance für die Dresdner, gespielt 3 Minuten, Minge, Wiederholung. Gütschow kommt jetzt bei den Dresdnern und Lippmann verlässt humpelnd das Feld. Mannschaftsleiter Wolfgang Oeser führt ihn auf die Bank. Wir registrieren die 34. Spielminute. Auswechslung bei Dynamo Dresden. Thorsten Gütschow im Spiel mit der Nummer 16. Freistoß. Thom. Ja, ich muss sagen, ich habe mich in der Saison sehr viel mit Frank Lippmann abgewechselt. Ich hatte vorher eine schwere Verletzung gehabt. Ich war ein halbes Jahr, also musste ein halbes Jahr passieren und deshalb kam ich immer zum Teil einsetzen und natürlich auch in diesem Endspiel und ich habe mich natürlich riesig gefreut auf die Einwechslung. Kirsten. An Rode vorbei, an der Strafraumgrenze, würde ich meinen, er flog in den Strafraum rein, atmen wir mal ganz tief durch, vielleicht füllen wir noch eine Zeit mit der Szene. Er ist an Rode vorbei, da, genau die Linie. Schön, dass man die Zeitlupe so gut sehen konnte. Freistoß jetzt Börner. Ja, das war eine Riesenmöglichkeit für Thorsten Gütschow. Mit 17 Toren war er der Torschützenbeste in Dresden. Eine gute Minute noch. Was wird Jürgen Burgs denken? Was wird Achim Hall denken? Matthias Döschner, 44. Spielminute, er schüttelt den Kopf und jubelt beim Anhang der Schwarz-Gelben. Aber für uns sehr gut war, dass natürlich vor der Halbzeit gefallen ist und wir konnten uns in der Halbzeit immer ordentliche Taktik zurechtlegen, um dann die zweite Halbzeit gut zu bestehen. Was hat sich denn da abgespielt in der Kabine? Welche taktischen Änderungen wurden denn besprochen? Ja, wir hatten uns gesagt, aus der sicheren Abwehrhetze zu spielen, die Konter gut auszuspielen, denn jetzt werden wir Möglichkeiten noch bekommen, weil der BFC muss kommen. Dafür, damit ergeben sich für uns große Räume und dort müssen wir die Räume gut bespielen natürlich und das Vorfahren, die wir bekommen, dann zu nutzen. Wieder Turm.
Unkorrekte Attacke von Stübner. Freistoßmöglichkeit für den BFC und Dynamo Dresden hat jetzt Drucksituationen zu überstehen, wie nahezu in der ersten Halbzeit überhaupt nicht. Terlecki, Turm und Tor. Eins zu eins. 6 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Also 51. Spielminute. Freistoß-Torschütze Andreas Thom. Terlecki läuft täuschend darüber. Und dann ein Meisterschuss, ein Blattschuss von Thom.